Pegaras malditas follas en suas maus y trabaje. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ich hierher gekommen bin. Dafür hole ich ein wenig aus. Alles fing 1847 an. Zu diesem Zeitpunkt bin ich in das Tabakgeschäft eingestiegen mit meinem ersten Tabakladen. An sich war ich kein schlechter Mensch, aber ließ meinen Tabak von Sklaven verarbeiten. Deswegen bin ich in der Hölle gelandet. Doch jetzt, nach 145 Jahren in der Hölle, hat der Teufel mir ein Angebot gemacht. Ich kann meine Schulden begleichen, indem ich, wie er sagte, eine zweite Chance bekomme. Felipe, du bekommst eine zweite Chance. Du gehst zurück auf die Erde. Möchtest du das? Ja, bitte. Alles ist besser, als hier unten zu schmoren. Gut, ich zeige dir, was dich erwarten wird. Jetzt sehe ich erst das Ausmaß meiner Taten. Ich sehe kranke Menschen, krank von dem Gift und den verheerenden Folgen der Tabakblätter. Ich sehe kleine Kinder, vielleicht 5 oder 6, die die Tabakblätter farmen. Ich will das nicht mehr. Und? Ist das immer noch besser als die Hölle? Nein, alles ist besser als das. Da schmore ich lieber weiter in der Hölle. Kann ich das Angebot noch ablehnen? Muhahaha, ich wusste es. Aber es gibt kein Zurück mehr. Du wirst nun für deine Fehler büßen. Nein! Pegaras malditas follas en suas maus y trabaje. Fuck.